Und über die Hip-Hop-Kultur in Deutschland wollen wir jetzt sprechen mit einem ihrer Pioniere, Frederik Hahn, bekannt unter dem Künstlernamen Torch. Herr Hahn, Sie haben damals in den frühen 1980er Jahren angefangen, mit Freunden Rapmusik zu machen. Was hat Sie denn an dem damals noch völlig neuen Kulturimport aus den USA so fasziniert? Ich habe angefangen mit Breakdance, dann kam Graffiti, dann Scratching und Rap war ganz am Schluss, weil ich als Kind angefangen habe, mit 11 Jahren. Ich habe auch gar kein Englisch wirklich verstanden. Aber was mich, glaube ich, fasziniert hat oder was ich sofort verstanden habe, war die emotionale Information. Also nicht die textliche Information, also die, ja, sondern die emotionale Information, die andere Kommunikationsform, die mir in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in Deutschland der 70er oder 80er, nicht ganz korrespondiert. Gleichzeitig haben ja die Texte dann später bei Ihnen durchaus eine große Rolle gespielt. Mit der Gruppe Advanced Chemistry haben Sie als eine der ersten Bands Rap in deutscher Sprache gemacht. Wie kam es denn dazu? Also es gab schon immer Raps auf Deutsch, aber das waren meistens Komiker oder man hat es aus Witz gemacht. Und für uns war es eben kein Witz, sondern es war unser Leben, es war unser Lebensgefühl, es war die Möglichkeit, uns auszudrücken. Und als wir dann angefangen haben zu rappen, haben wir auf Englisch angefangen. Und irgendwann ging ich dann auf Deutsch. Das nimmt wie Freestyle und das auf Deutsch macht, das war brandneu, das war was Neues. Ja, und das hinterlässt auf jeden Fall große Spuren. Im Frühjahr dieses Jahres wurde Hip-Hop aus Ihrer Heimatstadt Heidelberg ins deutsche UNESCO-Verzeichnis für Kultur aufgenommen. Hätten Sie damit gerechnet? Also als ich als Kind angefangen habe mit 11 Jahren, hätte ich damit nicht gerechnet. Aber ich mache das jetzt mein ganzes Leben lang. Ich bin jetzt schon älter als Hip-Hop und ja, wir pushen das Ding immer weiter und versuchen immer neue Challenges zu finden und schauen, was noch alles kommt. Ihre Band damals, die bestand ja vor allem aus Menschen mit Migrationshintergrund. In den USA haben, wir haben es gesehen, vor allem Afroamerikaner und lateinamerikanische Bürger den Hip-Hop geprägt. Warum ist diese Musik gerade ein Sprachrohr für diese Gruppen? Ich glaube, dass die besondere Kraft von Hip-Hop ist, dass nicht nur bei Rap, sondern auch Graffiti und Breakdance und alles, dass es eben mit den Standardtraditionen bricht und viel mehr Möglichkeiten lässt, andere Kulturen mit reinfließen zu lassen, andere Herangehensweisen. Es geht um eine ganz andere Attitüde, die man rangehen kann. Während in der Schule oder in der Universität, in den Traditionen, das sehr genau vorgegeben war und das überhaupt nicht attraktiv war für Menschen, die mit anderen kulturellen Backgrounds kamen, wie ich. Ich wollte zum Beispiel auch auf anderen Sprachen mich ausdrücken. Ich wollte Musik machen, auch ohne, dass ich ein Streichinstrument spiele. Ich wollte tanzen, ohne Standardtanz zu tanzen. Und das hat mir Hip-Hop alles ermöglicht. Und ich konnte in Hip-Hop dann Meister werden, was mir in den normalen Traditionen habe ich das nicht so gefühlt. Gleichzeitig hat der Siegeszug des Hip-Hops aus dieser Musik auch ein globales Milliardengeschäft gemacht. Ist das ein Erfolg oder hat das Genre aus Ihrer Sicht dadurch auch an Seele verloren? Das ist eine gute Frage. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt die Industrie, die natürlich für sich Hip-Hop nutzt und alles nach Verwertbarkeit auswählt und dann entscheidet, was für sie relevant ist. Aber dann gibt es eben auch die Hip-Hop-Kultur, so nennen wir das. Und das ist eben, wie in dem Bericht vorher auch gesehen, gezeigt wurde, dass dieses Self-Empowerment, die Vernetzung, dass man sich selbst einfach erlaubt, Dinge zu tun, ohne dass sie verwertbar sein müssen. Und das ist eigentlich die Kraft von Hip-Hop, dass jeder jederzeit Teil davon sein kann. Das ist eine partizipative Kultur, wo jeder mitmachen kann und dann auch die Parameter bestimmen kann, was Hip-Hop ist. Und das wird ja auch auf jeden Fall bleiben. Hip-Hop wird 50 Jahre alt. In Lebensjahren ist das so in etwa Halbzeit. Wie wird sich diese Musik denn in der zweiten Lebenshälfte weiterentwickeln? Was glauben Sie? Wenn es nur eine Musik gewesen wäre, wäre es ja schon tot. Und deswegen ist ja das Besondere, dass die Akteure selbst, die Zulu Nation damals, es als Kultur definiert haben. Und das war, glaube ich, die große Innovation, dass die Macher der Kultur selber es als Kultur definiert haben. Und 2001 hat KRS-One diese Kultur
vor der United Nations als Friedenskultur registrieren lassen oder anerkennen lassen. Und dieses Jahr kam die UNESCO jetzt mit dem Heidelberger Hip-Hop. Das sind super Anerkennungen, aber auch ohne diese Anerkennungen lebt die Kultur von den Menschen, die sie betreiben. Sagt der Musiker und Vorreiter Frederik Hahn alias Torch zu 50 Jahren Hip-Hop-Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.